Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe Let's Play Armored Warfare. Und zwar zeige ich euch heute den Tier 3, das Objekt 155. Diesen Panzer gab es für die Teilnahme im Early Access. Und jeder, der daran teilgenommen hat, hat ihn in seinen Hangar gestellt bekommen. So auch ich. Und dementsprechend kann ich euch diesen jetzt in seiner ganzen und vollen Pracht zeigen. Wirklich ein sehr schönes Gerät. In den Details natürlich die Chronik. Da sieht man, Objekt 155 ist ein russischer Kampfpanzer gewesen, der die Linie des T-54 fortführte, inklusive einiger Komponenten des T-54A und T-54B. Kurz bevor die Produktion dieses 1957 konzipierten Prototyps starten konnte, wurde er von seinem Nachfolger, dem T-55, verdrängt. Also wir sehen, den Panzer so gesehen gab es dann fast gar nicht, bevor er ins Real Life kommen konnte, da ist er auch schon wieder aussortiert worden. So kann es gehen. Aber genug aus der Garage, nun ins Spiel. Ja, nun findet ihr euch also wieder auf der einsamen Insel zusammen mit mir. Und ja, ich muss gestehen, es ist mein erstes Mal. Ja, ich bin einsame Inseljungfrau. Das ändert sich aber jetzt nun im Gefecht. Dementsprechend, auch wenn ich hier Top-Tier bin, was natürlich sehr angenehm ist, weiß ich leider nicht, wo ich hinfahren soll. Oder beziehungsweise, wo ich jetzt einen geilen taktischen Spot habe, den Gegner unglaublich was vormachen kann. Das wird sich aber hoffentlich gleich ändern. So. Und nun wird erkannt, obwohl ich noch gar nicht so viel bisher gezockt habe. Aber schön. Hoffentlich unterstützen sie mich auch dementsprechend. Ich würde freuen. Oh, ein Hubschrauber. Pass auf, du wirst abgeschossen. Aber ich finde die Sounds wirklich gut. Oh, das hast du schön gezeigt. Aber der ist auch noch der mich kennt, ist auch noch deren Top-Tier. Und dann auch noch, glaube ich, gar nicht so verkehrt unterwegs. Mal schauen, was das denn wird. Bin ich jetzt schon zu weit vorne? Ist das hier ein Spot oder ist das hier eine Todesfalle? Ich habe halt gar keine Ahnung. Es ist wunderschön, aber ich habe gar keine Ahnung. Also ein LAV hat schon Probleme, mich zu durchschlagen. Das ist schon mal positiv. So. Ich will hier aber eigentlich auch nicht rumstehen bleiben. Rumstehen. Ich würde ja gerne darüber, aber da ist zu tief. Okay, ich habe mich hier scheinbar dafür entschlossen. Und damit muss ich jetzt leben. So, da kriegt der Patton doch auch nochmal eine rein. Wenn du nochmal vorkommst, kriegst du noch eine. Kriegst die nächste Schelle. So, kritischer Kettenschaden. Nochmal einen. Und jetzt hat er auch kein Munitionslager mehr. Und dementsprechend bist du weg, mein Freund. Jo. Das ging gut. Das ging fein. So soll's sein. Nein. Kannst du nochmal hochfahren. Kommt er jetzt durch? Ich glaube, das ist ein Scheißplatz. Ich fahre jetzt lieber mal zurück. Oh, weil von hinten da auch schon die ersten wieder kommen.
Nicht untergehen, nicht untergehen, nicht untergehen. Auf jeden Fall kann ich hier mal mein Team unterstützen, indem ich da so ein bisschen reinwirke. Kritischer Trefferschaden, sagt er. Oh oh, da sind viele Gegner. Jetzt alles zeigen, was ich kann. Alles zeigen, was ich kann. Nein, das ist nicht genug. Oh oh, der hat wehgetan. Okay, der war gut. Danke, egal wer auch immer. Juhui, vielen Dank, Jungs. Ich muss mal mein geschundenes Etwas... den Kadaver hier mal wegbekommen. Eieieiei, war das jetzt anstrengend. Ich habe schon doch ganz schön viel Warships gespielt, merke ich in solchen Situationen. Gibt's nicht. Querschläge. Na, es ist echt kritisch. Nee, so nicht. Gesessen. Das Gepiepe könnte wegen mir auch aufhören. Oh, Gott sei Dank. Hat der geklappt? Also ich muss jetzt hier mein Team wirklich so ein bisschen mit Snipen unterstützen. Weil ich einfach aufgrund der HP nicht mehr wirklich die Frontsau machen kann. Komm, schon einen noch. Dann wäre es auch um dich geschehen, aber der zieht sich zurück. Ich bin offen. Muss echt aufpassen. Bin ja ein bisschen sogar sehr riskant unterwegs. Was, also unsere. Der und der. Wäre echt cool, wenn wir ein bisschen mitmachen würden oder nicht so Sightseeing betreiben. Nein! Und dann kam der andere. Ah, schade, schade. Aber unterm Strich noch sehr teuer verkauft.
mit dem Objekt 155. Oh, ja, ja. Komm schon, gib ihm noch einen. Oh, nee, doch nicht so. Chucky, triff doch mal. Oh, nee, Chucky, so nicht. Na, ja, der andere ist da immer noch am Sightseeing machen. Gibt's wohl hier zu viele Inseln, aber schaut schön aus. Ein bisschen nachvollziehbar ist es, aber wir springen eher in die Action. Also gute Chancen hier für den Magnus. Der ist zumindest von der Hitpoint-Anzahl voller als der andere T-54. 5 Minuten noch im Spiel. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Jo. Nee, so nicht. Jetzt zeigen sie beide ihr Erschleim. Aber unser Magnus, der trifft nicht so wirklich, muss man sagen. Schieß doch! Oh, jetzt schießt er auf den M41, weil er denkt, auf den kommt er jetzt besser drauf. So, jetzt hat er die Unterstützung vom anderen T-54 von hinten. Oh, oh, oh. Das wird nochmal eine ganz enge Nummer. Jetzt haben wir sie dem weg. Jetzt nur noch der eine. Das dürfte ein Sieg werden. Nein! Der ist noch so voll. Oh Gott, mach ihn doch weg! Ja, jetzt nimmt der andere wahrscheinlich da das den Korps als Hindernis und beziehungsweise als Deckung. Oh nee, oh nee, oh nee. Das ich mir spannend Übles, was da gerade passiert. Au, oh, der war gut, der war gut. Jetzt noch einen einzigen. Mach ihn, Junge, mach ihn. Nein, 2 HP. Und wenn der andere jetzt trifft, dann ist er weg. Nee, 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 noch nicht vorfahren. Du hast doch nicht mal nachgeladen, Junge. Oh ne, und doch nicht so seitlich. Gekettet. Nochmal, nein! Ist das eng! Ist das eng, ist das eng, ist das eng, ist das eng. Unglaublich. Ja, das war fast vorherzuahnen, dass das nix wird. Da hat sich unser T-54 unglaublich schlecht verkauft. Und er schimpft auch noch. Also, ne, das war er nicht mal, der schimpft. Ich dachte schon. Da schimpft ein anderer. Naja, die Umgangstöne sind überall schwierig, aber ich glaube, das, was ich erreichen wollte, das Spiel zu zeigen, ich habe eine schöne Map gesehen, den Panzer zu zeigen und es war spannend bis zum Schluss, mehr kann man noch nicht wollen, oder? Jetzt sehen wir noch, uns noch die Endauswertung an und dann ist finito della musica mit dieser Runde. Ist auch gleich passiert. Da haben wir doch einiges machen können. Meisterschütze haben wir bekommen, Eiserner Stern und den Aufklärer. 2557 Schaden, 10 erspäht. Die Performance sieht man nochmal hier genau, in wem ich wie viel Schaden gemacht habe. Also besonders der Patton hat gelitten und man sieht, ich habe auch am meisten Schaden gemacht. Mit 2557 war ich fleißig. Beim Gegner hat aber der andere T-54 3695 gemacht, also nochmal deutlich mehr. Und auch Juggernaut hat fleißig was gemacht. Und hier die Endauswertung. Wie viel es rausgegab.
mit Premium und so weiter und so fort. Ja, und damit war es da schon, besonders mit diesem Let's Play vom Premium Objekt 155. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba. Ich wollte sagen Belohnungspanzer. Tschüss.